Einen fröhlichen 8. Dezember, liebe Zuschauer. Willkommen beim Adventskalender. Ich habe heute Folgendes bekommen. Kaugummi und Notizzettel. Kaugummi habe ich bekommen, weil ich Kaugummi sehr gerne kaue. Und die Zettel habe ich bekommen, weil ich die Zettel sehr gerne kaue. An meinem Schreibtisch habe ich immer ganz viele Zettelchen. Ich habe so eine Zettelwirtschaft. Ja, ich muss für die Kamera ein bisschen hier. Der Rote fällt dann dauernd ab. Meine Freundin hat schon gemeint, wir machen da was anderes. Also wir retten die Wand. Ich habe insgesamt 4 Artikel von ihr bekommen, die ich zur Belustigung eurerseits anziehen darf. 2 habt ihr schon gesehen. Und hier ist wieder was. Es ist wieder eine Nikolausmütze. Die hat so Sterne. Sieht man das? Ja, da. Zieh ich auch weg, zieh ich auch. Mein Thema heute ist meine Faulheit. Früher war ich sehr faul. Einfach jetzt direkt zur Info. Jetzt ist es ganz wenig. Ich bin immer noch faul, aber nicht mehr in den Maßen, wie ich früher faul war. Früher war ich faul und das hat sich gemischt mit Desinteresse und das war ganz schlimm. Da erzähle ich euch jetzt einfach ein paar Dinge. Zum Beispiel habe ich einige wenige Male zum Glück nur gemacht. Als ich in Mannheim noch studiert habe, da habe ich immer meine Parkplätze gehabt, die ich halt immer, auf denen ich gerne geparkt habe. Die waren nicht so weit weg, aber schon noch so, dass ich mindestens 5 Minuten laufen musste oder eher 10, weil einfach alles zugeballert war mit Autos. Und ein paar Mal ist es geschehen. Ich bin nicht stolz drauf. Ich bin hingefahren und habe keinen Parkplatz bekommen. Was macht dann ein Mann in der Blüte seines Lebens? Natürlich nach Hause fahren. Es wird sicherlich ein anderer Tag kommen, an dem man dann studieren kann. Versuchen wir es dann morgen nochmal, so ungefähr. Und ja, das habe ich vielleicht 3 Mal gemacht oder so. Also zum Glück waren sonst immer Parkplätze da. Oder ich habe mich halt aufgerafft und bin voll weit weggefahren, habe da irgendwo geparkt und bin hingelaufen. Und einmal habe ich auch nach der Schule, zwischen Schule und Studium, da war halt ungefähr ein halbes Jahr frei, da muss man sich dann irgendwie Arbeitssuchen melden oder sowas wegen Kindergeld, irgendwie so, keine Ahnung. Ich habe da einen Termin gehabt und bin zum Arbeitsamt hingefahren. Die Parkplätze dort waren sehr begrenzt. Also nicht vorhanden. Sie waren gerade voll. Und dann bin ich nach Hause gefahren wieder und habe angerufen und gesagt, das Auto geht nicht, ich brauche einen neuen Termin. So war ich früher. Einfach aus Faulheit und Desinteresse, weil ich dachte, pff, es gibt eigentlich noch tausende Sachen, was habe ich denn noch gemacht? Mir fällt es nicht ein, ich habe nichts gemacht. Das ist ja gerade, weil ich so faul bin, ich liege nur rum, nicht? Ja, früher war es ganz schlimm. Also ihr kennt bestimmt noch diesen Spruch, aber ich wende ihn einfach mal auf mich an. Wenn ich den Preis für Faulheit gewinnen würde, würde ich jemanden hinschicken, der ihn für mich abholt. Also so faul war ich. Aber jetzt, wenn ich selben Stief habe und wenn ein Parkplatz vorhanden ist, würde ich ihn sogar abholen. Aber natürlich habe ich mich vor allem durch meinen Schnecklein ganz stark schon geändert, ja. Ich habe heute fertig renoviert, fertig tapeziert. Hör mir auf. Soweit zur Faulheit. Ich bin nicht mehr so faul, aber schon noch im Vergleich zu anderen wahrscheinlich sehr faul. Ich hatte 2 Prüfungen, mittlerweile ist es noch eine, wo ich den dritten Versuch schon erreicht, also der letzte Versuch ist das praktisch. Und das habe ich dadurch geschafft, dass ich die Prüfung das erste Mal geschrieben habe und verkackt habe. Ich hatte halt auch voll die coole, ich habe mich einfach im ersten Semester damals für alle Prüfungen angemeldet. Und das ist halt nicht so gut, wenn man nichts lernt. Und ich glaube, 4 von 6 Prüfungen habe ich bestanden und 2 halt nicht. Und das zweite Mal, der zweite Versuch der beiden Prüfungen, habe ich keine Lust gehabt. Also es war noch 2 Tage hin bis zu den Prüfungen und ich dachte mir, naja, ich lerne nicht, ich gehe hin, schreibe nichts aufs Blatt, bin cool und mach's dann beim dritten Versuch. Ganz blöde Idee, Leute, ganz blöde Idee. Die eine habe ich fertig gewerkelt, das Fach. Und die nächste steht mir jetzt noch bevor. Der dritte Versuch, der kommt jetzt noch. Aber das werde ich machen. Oder auch nicht, keine Ahnung, das Studium aber vorbei. Da muss ich irgendwas anderes machen. YouTube oder so, will ich reinhänge. Okay, also vielen Dank fürs Zusehen. Bis morgen, ciao, ciao.